Eine gelungene Funktion auf der Fritzbox ist die Möglichkeit, Telefonbücher anzulegen. Dazu habe ich schon mehrere Videos gemacht. Mein letztes war zum Thema Rufnummernsperre und wie man dort über Tellos automatisch gefährliche Rufnummern synchronisieren kann und diese dann blocken kann. Das Telefonbuch hat den Vorteil, dass zum Beispiel, wenn man mehrere Geräte hat, also mobile Geräte, Decktelefone, dass die sich ein gemeinsames Telefonbuch teilen können. Ein Problem mit den Telefonbüchern war bisher aber immer, dass ich die nicht mit dem Smartphone synchronisieren konnte. Auf dem Smartphone lassen sich natürlich Telefonbücher viel schöner verwalten und editieren. Dazu hatte ich mal ein Video gemacht, wie das mit dem CardDAV-Protokoll geht. Mit dem neuen Firmware-Update ist nun endlich die Synchronisation mit CardDAV über die Fritzbox möglich. Und wie das geht, schauen wir uns nach dem Intro an. Ihr seht auf der linken Seite mein Webmail von Hetzner, auf der rechten Seite seht ihr die Fritzbox. Auf der linken Seite wird vermutlich bei euch nicht die Webmail von Hetzner sein, sondern ihr werdet sowas wie GMX, Web.de, Posteo, Mailbox.org als Anbieter haben. Google und Hotmail und die ganzen bekannten amerikanischen Anbieter sind natürlich auch eine Möglichkeit. Ich kann jetzt nichts zur Kompatibilität sagen, auf jeden Fall hat es mit Hetzner bei mir funktioniert. Aber fangen wir mal an. In der Fritzbox habe ich die Option Telefonie und Telefonbuch ausgewählt und klicke jetzt hier auf Neues Telefonbuch. Den Namen nenne ich jetzt mal Useful with Demo, so heißt auch mein Login bei Hetzner. Und ich wähle hier Telefonbuch eines Online-Anbieters. Hier sind jetzt ein paar Anbieter schon vordefiniert, zum Beispiel Apple mit der iCloud, 1&1, GMX, Google, was ich ja schon vorhin gesagt hatte, und Web.de. Ist euer Anbieter jetzt da nicht aufgeführt, auch gar kein Problem. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist die CardDAV-Adresse eures Anbieters herauszufinden. Wie macht man das? Naja, mit Google. Und wenn ihr das googelt, wer hätte es gedacht, dann kommt ihr vielleicht sogar auf meinen Blog und hier habe ich eine schöne Liste zusammengetragen mit Anbietern, die eben CardDAV anbieten. Falls eurer da nicht mit drauf ist, dann bitte kommentieren, dann nehme ich den noch auf hier. Und was ihr machen müsst, ist eigentlich im Grunde einfach diese Adresse kopieren und hier bei Internetadresse des CardDAV-Servers einzutragen. Wie funktioniert das jetzt aber bei meinem Hetzner Webmail-Account? Hier habe ich ein Adressbuch und hier gehe ich mal auf Editieren. Wenn ich auf den Stift hier gehe, dann sehe ich die CardDAV-Abonnement-Adresse. Und die kann ich mit einem Rechtsklick einfach kopieren. Die kann ich hier einmal eintragen. Und jetzt kommt noch Benutzername und Passwort. Auch sehr löblich ist hier unten der Hinweis, nur HTTPS wird unterstützt. Seid ihr also bei irgendeinem Gammelanbieter, der nicht in der Lage ist, ein SSL-Zertifikat zu beantragen, wird das hier zum Glück nicht funktionieren und ihr solltet euren Anbieter wechseln. Hier unten kann ich jetzt noch das Handgerät auswählen, mit dem das Telefonbuch genutzt werden soll. Das lasse ich jetzt erstmal sein und klicke hier einmal auf OK. So, das hat jetzt etwas gedauert. Ich klicke hier einmal auf Weiter. Und jetzt sehe ich, dass noch keine Einträge vorhanden sind. Liegt aber nicht daran, dass wir wirklich keine haben, sondern ich muss hier oben das richtige Telefonbuch erstmal auswählen. Und hier hat er jetzt zwei Nummern synchronisiert. Ich gehe mal zurück in meine Liste und schaue, ob das passt. Naja, passt nicht ganz. Es sind ja hier immerhin vier Einträge. Der Kniff ist aber, dass nur die synchronisiert werden, die auch eine Telefonnummer haben. Macht ja für ein Telefonbuch auch Sinn. Probieren wir aber auch mal aus, ob die Synchronisierung in die andere Richtung funktioniert. Deshalb editiere ich jetzt mal hier den Hans Hase und schreibe hier eine 9 am Ende hin. Speichere das Ganze. Drücke sicherheitshalber oben nochmal auf Synchronisieren. Und dann schauen wir mal auf der linken Seite in der Liste, ob die Nummer sich auch entsprechend geändert hat. Noch ist sie die alte Nummer. Ich drücke aber auch hier mal F5, weiß ja nie so genau. Jetzt hat sie sich aktualisiert. Ich habe jetzt hier also die 9 hin. Das heißt, die Synchronisation funktioniert in beide Richtungen. Macht ihr ein Update auf euer Fritz-Phone zum Beispiel, also ändert ihr eine Telefonnummer bei einem Kontakt, wird das auch zurücksynchronisiert und wenn ihr die Synchronisation auf euer Mobiltelefon eingerichtet habt, auch natürlich dahin synchronisiert. Also ihr habt jetzt eine richtig schöne Synchronisation in alle Richtungen, wie der Begriff Synchronisation eigentlich auch schon sagt oder sagen sollte. Diese Funktion finde ich einen echten Mehrwert für die Fritzboxen und ihr könnt jetzt mal schauen, ob das neue Update schon für eure Fritzbox raus ist. Vielleicht gibt es auch schon ein Labor-Update. Und im Changelog sieht man dann, ob die Funktion aktiviert wurde für euer Gerät.